So, und damit, ja, willkommen zum, mal eben schnell hier kurz einstellen, warte mal wieder, also, Kommentare anzeigen und PlayStation-Kamera auch wieder anzeigen. Mal gucken, ob die Kommentare jetzt funktionieren. Bin ich sehr gespannt, ich glaube nicht. So. Nein, die Kommentare funktionieren nicht. Das ist ja irgendwie faszinierend, dass sie bei Until Dawn irgendwie nicht funktionieren. Ich glaube, das war damals schon so, ne? Das ist, glaube ich, bei dem Spiel funktionieren die, glaube ich, nicht, die Kommentare. Nein, anscheinend nicht. Ja, pass auf, machen wir anders, dann kann ich auch die Kommentare eigentlich ausschalten und dann im Vollbildmodus spielen, weil ich lese die Kommentare ja sowieso. Finde ich ein bisschen schade eigentlich. Erweiterte Einstellung, warte mal, Nachricht an den Zuschauer anzeigen, brauchen wir nicht. Kameraeinstellung machen wir mal oben rechts. Machen wir mal klein. Ja, so, warte mal. Ja, doch, so ist richtig. So, geht sofort los. Kleinen Moment. So. Da bin ich schon. Hallöchen. Ich hätte jetzt voll Bock auf irgendwas richtig Geiles zu essen. Ich auch. So eine richtig schöne, fette, geile Pizza oder so. Oder, boah, oder so ein schönes Jägerschnitzel mit Pommes. Ein knackiges Popöchen. Schaut in die Kamera. Was wollte ich sagen? Ja, tut mir leid, dass ich die Kommentare leider nicht anzeigen lassen kann hier mit Dings. Wir werden das aber trotzdem jetzt dann so spielen. So, jetzt müssen wir erstmal das Tutorial hier so ein bisschen machen. Ja, wie war denn das nochmal? Warte mal. So, Flasche gucken, ja. Hm, genau. So, können wir da abstellen? Shit, Josh. Josh. Verdammt. Wieder einmal. Was, Pommes? Alle übertroffen. Pommes mit Mayonnaise. Prost, HSV-Fan. Zum Wohle. Ich mache keine Schleichwerbung. Versprochen. Ich mache nochmal hier ein bisschen heller, damit man mich ein bisschen besser sieht. So. Was? Habe ich gar nicht gedrückt. Hannah, du siehst in dem Schatz so heiß aus, aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Kissezimmer, Schnuckelchen. Mike. Oh mein Gott. Schöne Hose. Ja. Schwester jetzt wieder vor? Die tragen alle so enge Hosen hier. Irgendwie. So. Habt ihr eine Nachricht bekommen? Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Oh. Das Shirt aus. Was? Oh mein Gott! Matt! Was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber. Mein dummer Streich. Oh, Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Ihr seid echt arschig. Hannah! Aber richtig arschig. Die lache gerade, was? Ah, der alte notgeile Mike, ja. Was? Was soll ich machen? Gehen wir mal zu den anderen. Leute, da draußen ist jemand. Ja, oh mein Gott. Was zum? Machen wir jetzt mal die böse Runde. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß. Es war nur ein Spaß hin. Oh, ich werde dich so sterben lassen. Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Ich werde dich so sterben lassen. Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, ja. Mike. So, die richtige Aktionstaste drücken, bevor die Zeit abläuft. Warte. Ich kenne meinen Controller gar nicht. Huch, opala. Tut mir leid. So. Warte, was nehmen wir denn? Den sicheren Weg oder den schnellen Weg? Wir nehmen den schnellen Weg. Komm, ganz schnell. Huch, ich weiß gar nicht, wo Dreieck ist. Es tut mir leid. Entschuldigung. So. Ich will alle sterben sehen. Alle. So, wo lang? Geräuschfolgen oder Fußspurenfolgen? Wir machen mal die Geräuschfolgen. Also ich finde Mike mit am besten. Verdammt, Hannah. Wo
steckst du? Wo steckst du denn hin? Ich weiß es nicht. Husbundfolgen oder Schattenfolgen? Schattenfolgen, natürlich. Guten Tag, was ist das? Das ist Until Dawn. Willkommen zur Let's Play Live Show, Hexe. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist die Runde des Sterbens. Wie ist denn so die Quali? Oh, die Quali ist ja super, die geht ja. Kann man schön gucken. So, was? Achso, wischen. Handy wischen. So, erstmal hier so eine schöne... Lalala. Wie kann ich hier nochmal... Wie kann ich nochmal schneller laufen? Wie war denn das nochmal? Wird man mir wahrscheinlich gleich angezeigt. Warte. Lalalala. Alter. Na, wollte ich gar nicht. Wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Ach, mit L1. Okay. Hallo? 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 Ich lasse die Totems auch mal liegen. Die interessieren mich jetzt gar nicht. Von Until Dawn habe ich schon viel gehört, aber noch nie gesehen. Soll gut sein. Ja, da kommst du gerade richtig. Wir haben gerade angefangen. Wir, werden diesmal eine Runde spielen, wo alle sterben werden. Hannah. Hey, Hannah! Hannah, oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Hannah? Das ist alles noch Prolog. La la la, was passiert, wenn ich mal gar nichts mache? Mal gucken. Ciao. Was? Habe ich was verpasst? War ich nicht. War ich nicht. Lass die Alte los. Psychoanalytiker Dr. A.J. Hill. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Mhm. Okay. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Mhm. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Okay. Das musst du akzeptieren, okay, um weitermachen zu können. Okay. Okay. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen. Ah, so. Ja. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Wieder mal gucken, ne? Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Mehr habe ich. Das ist bedeutsam. Mhm. Und ich werde dir dabei helfen. Sehr schön. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Oh. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Natürlich. Klar werde ich meinen Weg dadurch finden. Ich werde die alle sterben lassen. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte? Ja, klar, warte.
und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Warte. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Aber natürlich werde ich ehrlich antworten, ne? Was, man kann auch, was, Sex haben in dem Spiel, wenn man es richtig, was, wenn man es richtig, was? Ja, kann man, weiß ich. Okay, hab ich geguckt. Und jetzt? Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Ich muss pupsen. Ich bin nervös, ich bin glücklich. Ja, eine schöne Farbe, yay. Ah, das ist gut. Ja. Auf welche Weise hat es dich glücklich gemacht? Der Sonnenschein oder ist es friedlich? Auch der Sonnenschein. Sonnenschein. Verstehe. Welches Wort beschreibt am besten dein Verhältnis zur Dunkelheit? Ich habe von Dr. Hill mehr Angst als vor allen anderen. Ja, ich glaube auch. Ich bin depressiv, ich habe Angst. Ich bin depressiv. oh, Entschuldigung. Oh, tja, das war ich nicht, war der Stuhl. Sind kalt und dunkel. Entschuldigung. Depressionen, tut mir leid. Gefühle der Einsamkeit sind da nicht selten. Die Nacht, in der dein Spiel stattfindet, ist besonders dunkel. Ah, okay. Kalt. Okay. Eventuell könnte ein Gefühl von Isolation entstehen. Okay. Besorgt dich das? Ach, es wäre okay. Besorgt dich das? Es wäre okay. Tja, du hast wohl keinen Bock auf Party, oder? Nö. Party? Bin ich zu alt für. Viel zu alt. Wie es scheint, haben wir da ein wichtiges Thema entdeckt. Okay. Zu besprechen in der nächsten Sitzung. Oh, geil. Doch für heute ist die Zeit um. Viel Spaß allein. Was, wir sind ein bisschen aggro jetzt, oder was? Alter, hau ab. Ich mag Dr. Hill. Mit seinem Teechen. Lalalala. Ich feiere den Song, der jetzt kommt, ne? Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwilling. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab es? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts hin, behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorne. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Ah,
Also, ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen, nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja, okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Ja! Yeah. Jo, schlaf gut, Bananenklopper. Gute Nacht, Konsumer. So. Und damit nochmal willkommen zurück zu Until Dawn. Die Sterberunde geht los. Und immer noch im Halloween-Horror-Special hier in der LPLS. Sam, Hennas beste Freundin. Gewissenhaft, umsichtig, abenteuerlustig. Mal sehen, wie abenteuerlustig sie noch bleiben wird. Hallo? Hallo? Wer ist da? Ist jemand hier? Ich war das nur, Entschuldigung. Geniales Spiel. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe die Kommentare aus, weil die hier nicht funktionieren hier im Dings, aber ich sehe die Kommentare trotzdem. Lalalalalala. So, gehen wir erstmal straight den Weg entlang. Ja, ich kann mich umgucken. Lalalala. Lalalala. Lalalalalala. Kann ich hier direkt hochklettern oder muss ich den Zettel lesen? Ah, ich muss den Zettel lesen, verdammt. So, Mist aber auch. Ah, das Tor ist... Mist, ich sehe es nicht. Das Tor ist kaputt. Klettere rüber, Chris. La, 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 la. So, machen wir mal schnell. Nee, machen wir sicher, komm. Hier müssen wir ja was machen, weil sonst kommen wir da gar nicht drüber. Weil da passiert sonst nichts. Klettern. Zack. Zack. Hier muss ich jetzt leider drücken, weil sonst müssen wir ewig die Mauer hoch und runter klettern. Also hier passiert nicht viel. So. Da beobachtet uns schon wieder jemand. Dumm, 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 dumm. Oh, wie du süß! Kleines Kerlchen? Oh, wie du süß! Hast du Hunger? Ja, hast du Hunger? Ja, jetzt kriegen wir beigebracht, dass wir uns nicht bewegen sollen. Echt süß. So. Genau, R1 ist so ein aktuelles Ziel. Kennen wir ja schon. So, lalalala. Ach, jetzt muss ich das auch noch lesen. Ich kann gar nicht lesen. Haben wir schon gelesen? Brauchen wir nicht. Schöne Netzstrumpfhose.
Na, wo guckst du denn hin? Hayati B, wo guckst du denn hin? Ich glaub's ja wohl. Ja, bitte? Müssen wir einen Tod, den müssen wir uns angucken. Führungstotem, jawohl. So. Die Zukunft ist ungewiss. Ob die Prophezeiung wirklich wahr wird, hängt von dir ab. So. Chris, bist du hier? Dein Rucksack ist hier, wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo, was haben wir denn hier? Beim letzten Mal habe ich das Handy gewählt, das weiß ich noch. Jetzt nehme ich mal einfach mal die Tasche oder mache das zu. Da war Ashley, glaube ich, hat angerufen. Chris? Sam, hey, du bist hier. Chris ist verknallt in Ashley. Methodisch, beschützerisch und humorvoll. Oh, also. Ich habe da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst. Ich habe was Cooles gefunden. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Oh, ja, da bin ich von überzeugt, dass es mich umhauen wird. Da, 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 da. Tada! Ziemlich krass, oder? Ja. Komm schon, das sind coole Babys. Ja. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Chris, Seilbahn, okay. Station 21.11. Los geht's. So, wollen wir mal gucken, dass wir hier zeigen, dass was wir können. Ba-bam. Humorvoll und bald tot. Ja. Hui. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom... Na, das glaube ich nicht, Kleiner. Ja, dann gucken wir mal. So große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Ich will das nicht tun. Ich will das nicht tun. Ich will das nicht tun, aber ich muss es. Ich will das nicht tun. Ich will das nicht tun. Aber ich muss es. Ich muss es tun. Oh. Alter Schwede. Oh Gott, was tust du denn? Warum machst du sowas? Alter Schwede. Chris, das ist sowas von krank. Was? Das arme Kerlchen war ein lebendes Wesen bis eben gerade. Ach, komm schon. Das sind doch nur Ratten mit buschigem Spann. Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Alter Finne. Oh, ist ja... Oh mein Gott, was ist das? Mach es weg! Shit, Mann. Bist du okay? Dieser Berg macht mir jetzt schon total... Okay. Hey, hey da. Unsere Seilbahn kommt. Nichts wie rein. La 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 la. Hallo, ey, sag mal, Chris, wo gehst du hin? Mann, das ist Steckbrief entdeckt. Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Ein Jahr ist kurz. Oh Mann, sieh doch mal. Krass. Sehr krass. Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wieso tust du es? Kannst du dich gegen irgendwelche Sachen schießen? Doch, kann ich, aber ich habe es beim ersten Mal ja schon andersrum gemacht. Und jetzt wollte ich mal meine Entscheidung ändern beim zweiten Durchlauf. Und deswegen habe ich jetzt das Eichhörnchen erschossen. Es tut mir so leid. Weil wir wollen ja alle sterben sehen. Zumindest in der Runde. La 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 la.
So, was haben wir hier noch? Den Bildschirm noch mal kurz angucken? Ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl warten. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Wie lange dauert das noch? Ist ein großer Berg. Ja. Tagsüber ist er so schön, aber nachts wirkt er echt bedrohlich. Mhm. Da kommt schon die Bahn. Was? Dein Poesieband. Der schlafende Riese von Blackwood Forest. Ach, lass das. Hä? Diese Entscheidung hat böse Folgen. Kann ich mich nicht einfach vor die Seilbahn stürzen? Geht das nicht? Ach, schade. Ich dachte, das geht. Das wäre am viel einfachsten für ihn. Einfach jetzt springen. Schade. Ich dachte. So, alles einsteigen. Endlich, kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hierbleiben, aber... Okay. Aber, okay. Dann wollen wir mal... Das ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja, auf ins Abenteuer! Auf ins... Abenteuer! Zu sterben! Was? Jawohl! Ja, das jede Entscheidung hat böse Folgen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Lalala. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbar. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten? Mhm. Boom. Schmetterlingseffekt. Boom. Badaboom macht's gleich auch bei ihm. Mächtiger Badaboom. Mächtiger Badaboom. Jazz, Mikes neue Freundin. Selbstsicher, gutgläubig, respektlos und bald auch schon tot. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit sie zu begrüßen. Ja, sehr schön. Dann wollen wir mal. Beeil dich mal ein bisschen. Oh, was war das denn? Jess, hey. Jessica, hierher. Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Was, ich will nicht, dass Chris stirbt, was? Sie hat schon vergessen, dass er Eichhörnchenkiller war. Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, ja klar. Boop. Hey. Ja, ja, ja. Was ist denn das? Chris. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Ich bin mit Mike zusammen. Gib es zurück. Wieso? Guck mal. Guck mal die Augen. Ist ja lustig. Guck mal, voll die Psychotante. Alter, die Augen. So, behagen. Nee, mach mal Kramier. So. Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Entschuldigung. Drama. Nicht wirklich. Drama, Rama. Em ist raus, ich bin drin. Ah.
Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Du meinst Mike? Ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Irgendjemand. Aha. Sam. Oh, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben, zu genießen. Oh ja, das vergessen sehr viele Menschen. Hätte ich an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Emily, Mikes Ex. Intelligent glaube ich eher weniger, einfallsreich vielleicht, überzeugend bestimmt nicht, aber auch schon bald tot. So. Und Matt, Emilys neuer Freund, motiviert, ehrgeizig, sportlich und er wird auch sterben. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Boah, halt einfach die Fresse, du. Ich will die sterben sehen, die Alte. Ja, ja. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh. La 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 deine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Du bist ein Arsch. Schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Ja. Wir sind hier im Wald. Es ist schau. Und im Wald ist mir immer kalt. Lass uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Happy Halloween, Tyrael Prime.